So, das war jetzt zwar sexy, hat mir aber keine neuen Wege eröffnet. Wohin gehen wir denn? Hier nach oben, da waren doch diese komischen Imba-Viecher. Da ist doch noch ein Weg. Hatscho! Geht doch. Whoops. Hey. Wow. Originalgetreues Metroid-Erlebnis. The fuck? Das ist es tatsächlich, Terrakon. Die haben der abgetrennte Bereich da ganz rechts unten auf der Karte. Ist ein anderes Schiff. Das lag ewig verlassen darum. Oder so. Und dann haben die das mal untersucht. Und dort waren Roboter an Bord, die mit einem ganz komischen, seltsamen Virus befallen waren. Diesen Virus haben sie jetzt zurück auf die Station gebracht und der hat den Schiffscomputer und die Schiffskabine übernommen. Das ist unsere Story.
Wer muss schon Rätsel machen? Ich nicht. Hey, hier. Der erste Boss des Spiels wieder? Oder die Mama-Variante? Vielleicht ein Geschwisterchen. Mehr nicht. Ich hab gesaut. Ich brauche schon Bücher. Wie, du bist versaut? Ich hab gesaut. Ich hab mich verschüttet. Läuft's aus? Nee. Ich hab Cola auf dem Tisch verschüttet. Cola auf dem Tisch? Nicht, was du wieder wegzumachen sollst. Das ist aber nicht produktiv. Na, okay. Warum tust du das? Ich speichere jetzt mal erst hier. Ich habe Dinge gemacht und einen Boss gemacht und so. Der geht immer noch nicht. Weltbewegend und unterhaltsam. Hast du noch genug zu trinken? Ich hab noch ein bisschen was. Okay. Ein bisschen mehr. Die Disk in dem blauen Gebiet beim Aufzug. Ich denke, wenn die Disk so ausgegraut ist, habe ich sie. Aber um das zu beweisen, müsste ich noch eine Disk finden. Ja, hier, die ist nicht ausgegraut. Cool, also ich kann dir genau sagen, welche Disks ich habe und welche nicht. Das ist gut zu wissen. Was mache ich denn jetzt aber hier, nachdem ich den Boss klein habe? Beinahe, aber es reicht nicht ganz. Das Upgrade hat sich echt gelohnt. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite von dem tollen... Das sieht ein bisschen hart nach Ende des Spiels aus. Da hängt einer.
Es hat den Rat nicht befolgt. Ist es hier, um dich zu zerstören? Das kann nicht erlaubt werden. Es ist nicht allzu zu unterschiedlich von den anderen. Warum tut es dies? Ein Roboter mit einer Fehlfunktion ist ohne Nutzen. Verschrotte ihn. Alarm, Alarm! Bedrohungslevel 8a. Datenbanken werden gesichert. Was ein vortrefflicher Roboter es ist. Solche Kraft und Ausdauer. Es weiß nicht, wie wichtig die KI für die Station ist. Die KI hat Zugang zu allen elektrischen Systemen hier. Und daher ich auch. Es ist bereits zu spät. What? Wow. Willkommen! Es wurde in meinen Mainframe geladen, um anständig gelöscht zu werden. Verschwinde! Ohne das KI-System wird die ganze Station zusammenbrechen. Mich zu zerstören bedeutet auch die Zerstörung von all diesem. Wie? Du hast gute Arbeit geleistet. Deine Mission ist erfolgreich. So ein Virus hätte eine Bedrohung für unsere ganze Zivilisation darstellen können. Komm sofort wieder zurück zu uns. Die Daten in deinem Speicher werden unschätzbar sein. Wie zum Beispiel den Virus, den ich in mir trage. Willkommen zurück, du hast fantastische Arbeit geleistet. Gut, dann folge mir zurück zu den Laboren, damit wir die Daten, die du gesammelt hast, herunterladen können. Ein neuer Ort. Dieser pulsiert mit Energie. Wir können das nutzen. Das war ja überhaupt nicht abzusehen. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ja, ich kann es nicht wegdrücken. Das Spiel gibt's auf Mac. Mit Multimedia Fusion wurde das erstellt. Huh.